kann die Kamera auch nicht so schnell bewegen, dann sieht man halt nichts mehr. Signal ausschalten. Wildfire, wir nähern uns der Landezone am Schrottplatz und verlassen die Fahrzeuge. Verstanden, Bravo 6. Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone. Nicht auf Personen mit Blinksignalen schießen. Ja, sehr gut, ich hab's geschnallt. Weiter auf die Blinksignale achten. Ah, da oben sind welche. Feindliche Einheiten auf dem Schrottplatz. Rückt ab und räuchert sie aus. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt schon umkümmern muss, aber anscheinend ja. Wow. Gut, er ist erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Kabum. Du hast ihn. Na, sind wir doch, ich will nochmal die dicke Kanone abfeuern. Da, so. Schnappt euch diese Bam. Oh, verdammt. Also eigentlich zum Einäschern von so einem kompletten Gebäude. Scheint es. Was? Ah, da. Hi. Das kleine geht zwar auch hier, aber das ist gefühlt recht umständlich. Muss da ein bisschen so sehr viel herumrühren, damit man trifft, weil das ist ja schon eine Verzögerung, eine ziemliche. Verstanden, der Typ bewegt sich. Schon eine ziemliche Verzögerung hier. Ist das? Das sind Feinde, ne? Bam. Cool. Da ist ein Typ bei dem Auto. Noch mehr Feindverbände. Kriegt er freut sich, dass man die so umgehauen hat hier. Wir haben die Landeszone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Fordere Feuerunterstützung an. Das war ein bisschen sehr knapp. Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Was? Ach, hier unten. Ah. Und das sollte passen. Das sollte sehr gepasst haben. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Es sind schon ziemlich viele Leute hier unten, die wir zerlegt haben. Hubschrauber kommen. Ah. Treffe ich den wenigstens? Das ist zu nah an der Verstärkung. Hups, ach, das war der Kumpel. Hä? Entschuldigung. Wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten. Er sollte natürlich nicht auf den Kumpel schießen. Hä? Hey. Ja, ist ja gut. Wie schön weit sie fliegen hier. Vorsicht. Beim 25 mm nahe der Landezone bleiben. Ja, guter Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Oh, verstanden. Kabum. Du hast ihn. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. So, ja, okay, verbündete Hubschrauber. Das muss man natürlich verstehen, dann gibt es durchaus Sinn, dass das Kumpels sind. Habe ich ja nicht ganz so gehört. Ich habe nur Hubschrauber gehört. Okay, was haben wir denn hier noch? Das sind alles Kumpels. Ich frage mich, worauf die gerade noch schießen hier. Wenn das Verbündete sind. Wildfire, wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo, jo. Mit den Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das habe ich gehört. Ich glaube, damals waren so die Kommentare von den Leuten hier ein bisschen kontrovers. Dass sie sich halt zu viel darüber gefreut haben, dass man aus der Luft einfach alles platt gemacht hat. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt. Ich glaube, das war damals so ein bisschen das Problem. Ohne mir jetzt sicher zu sein. Tja. Na gut. Bombs. Hier. Die heftigen Kämpfe dauerten die ganze Nacht an, als US-Marines bei der Verfolgung von Khalid al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großteil von al-Assads Einheiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vasquez. Warpeak auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Immer noch ein sehr bescheuerter Name, aber wir sind wieder hier, da wo wir schon gewesen sind, bei dem Panzer gerettet haben. Allerdings werden wir sehr offensichtlich wieder überfallen hier.
was uncool ist. Weil schön, dass wir auch nochmal bei Tag zu sehen hier, die ganze Brücke hier, die ganze Autobahngeschichte. Ist nicht verkehrt. Da hat man zumindest ein bisschen zusammenhängenden Krams. Jetzt mit dem Hin- und Her-Switchen zwischen verschiedenen Personen ist auch lange nicht verkehrt. Haben sie, glaube ich, vorher auch schon gemacht. Weil man vorher beim anderen Call of Duty, bei dem vorherigen, bei 1 und 2 konnte man sich ja, zumindest bei 2 konnte man auswählen, wen man wann spielt. Verschiedene Leute gab es auch, aber ich glaube, man konnte auswählen, welche Mission man wie genau macht. Dass man nicht erst einem Strang folgt. Das geht ja, ne? Hat man die Helis zerstören können? Bin gar nicht sicher. So im Nachhinein zumindest nicht. Vielleicht hätte man die sogar direkt zerstören können. Behaupte ich einfach mal. Dass ich hier so ein bisschen ballerisch spart. Hey. Entschuldigung, Panzer. Sorry. Der fährt einfach durch alles durch, es passt schon. Habe ich gelernt im Tutorial. Da nochmal. Das habe ich gelernt. Aha. So. Achso, ach, Krieg ist ja auch noch. Nicht nur hier Wassermelonenschlacht. So, wird das ein Hattrick? Ja, schade. Alles klar. Okay, der Bolzer ein bisschen rum. Alles klar. Sehr gut. Dahinter bleiben ist auch blöd. Das scheint ein bisschen sehr heiß zu sein. Ich weiß nicht, wie gesund das ist. Ich glaube, wir müssen uns darum kümmern, dass das Gefährt hier überlebt. Wie es mir scheint. Überleben bitte. Das werden die Raketenwerfer ausschalten hier. Die auf den Dächern stehen da oben. Gegen das Vieh vorgehen wollen. So. War noch Quatsch dabei? Ah, die Raketenwerfer. Okay, den habe ich auf der anderen Taste noch. Alles klar. Ist der geladen? Halt dafür irgendwelche Muni. Offenbar nicht. Mist. Sehr gut. Out. Das ging ja schnell. Das ging sehr flott. Autsch! Was ist das denn für ein Checkpoint, bitte? Boah, was ist das denn für eine? Was ist das denn bitte für ein... Mal ganz ehrlich. Ich muss da schnell weg. Was ist das denn für ein blöder Speicherpunkt? Naja. Uncool. Ich sollte jetzt überleben. Das wäre mir persönlich sehr hilfreich. Wird nochmal gespeichert. Okay. Das ist immer so wuchtig, wenn er schießt. Von hier rauf. Ja. Cool. Das ist praktisch. Das ist äußerst praktisch. Also nur ganz darauf kann man nicht, oder? Doch, kann man. Sehr gut. Aha. Aha. Das heißt, ich kann hier dann auch hier reinflanken quasi. Das ist schön. Sieht ein bisschen sehr out. Ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen sehr ungesund aus. Das liegt daran, dass es ist. Aber das ist schon mal gut. Schon echt ziemlich böse gerade. Das ist halt ein Krieg, ne? Das merkt man da schon. Also, Kaffeekranz sieht ein bisschen anders aus normalerweise. Sollte man meinen. Ich glaube, dass an ein paar Stellen Gegner immer wieder nachkommen, wenn man nicht selbst voranschreitet. Deswegen manchmal muss man da wirklich voranpushen, obwohl man nicht alles beseitigt hat. Halt. Muss ganz kurz überleben hier. Halt.
So, ich hoffe mal, das geht jetzt ein bisschen besser. Da oben ist noch einer. Da aber nicht weg. Das ist Steinwand. Ich kann mir Granate halt reinschmeißen, aber die ich treffe. Ich treffe nicht. So. Ist fast zu ruhig hier. Ah. So viel dazu. Ich glaube, ich unterschätze die Wurfkraft von dem Kollegen hier, wie weit ich die Granaten schmeiße. Ich glaube, ich unterschätze das tatsächlich ein bisschen. Na komm. Ist er down? So. Ah, da sind noch mehr. Da kommen immer noch mehr. Verdammt. Autsch. Dass die immer nachkommen hier. Ich muss immer an die Seite. Ich kann nicht einfach frontal drauf. Ist ja offenbar. Und rechts ist noch immer einer. Wahrscheinlich ist da noch immer ein Laptop. Fürchte ich mal. Ich such mal kurz, ne? Uah! Jupp, da waren noch welche. Ach, verdammt. Ich säuber erstmal das Gebäude hier. Das geht ja mal gar nicht hier. Ist schön. Ich geh nochmal zurück. Das ist schon der richtige Weg, den wir da genommen haben, aber das geht immer gar nicht. Autsch. Da sind tatsächlich noch mehrere einfach mal direkt rumliegend. Sehr uncool. Auch mal hier spawnen zumindest nichts nach. Na, ist ja gut. Und Position an der Biegung halten. Muss vorsichtig sein. Ich sehe uns in den Rücken fallen hier. Alter, das ist diese. Ich gehe da nicht mehr rein. Oder gehe ich da doch rein? Oh, ich gehe da rein. Ich gehe da doch rein. Hat mir die Blendgranate jetzt geholfen? Ich befürchte, dass noch einer. Ja, von hinten. Au, 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 au. Boah, ist das ekelhaft an der Stelle. Ich mach das nochmal, aber anders. Ach, hier wurde gespeichert. Natürlich, natürlich. Warum auch immer. Speicherpunkte sind ein bisschen sehr komisch gerade. Da sind noch welche? Wie viele denn noch, bitte? Der eine lebt noch. Warum sind hier oben so viele gewesen? Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier muss ja irgendwas Besonderes und Wertvolles sein, hoffentlich. Das halt nicht. Oder ist hier ein schönes Wäffchen hier? Aber so wie das beschützt ist hier? Laptop. Oh, ein Teddy. Ein Teddy. Ist natürlich wichtig und wertvoll. Ist hier was Schönes? Nee. Schade. Der Aufwand umsonst. Komm ich da rüber? Nein. Also Raub, meine ich. Na gut, wir können mal mit ein paar Orangen werfen. Klar. Das hilft bestimmt. Kriegen die Vitaminschock und sterben davon. Zählt auch. Aber schön, wie die hier die unten die ganze Zeit weiter gekämpft haben. Ohne jeglichen Fortschritt, weil wir nicht mit dabei waren. Ist auch toll. So, Entschuldigung. Hi. Muss weg. Autsch. Nicht überzeugend. Ganz und gar nicht. Au. Seltsame Checkpoints stellenweise. Wirklich. Autsch. Ich werde es nicht überleben. Nein. Das ging sogar. Ich mache auch so riskante Manöver hier. Das ist schlimm. Ich werde nochmal. Tja, ich glaube, ich muss vorrücken hier. Ich glaube, ich muss hier durch. Ich muss hier einfach mal drunter. Aber wir können jetzt hier eine Dragon noch.
die geheilt? Ja, ne? Ah, Granate. Okay, passt schon. Das ist böse. Na gut, Raketenwerfer könnte man auch noch schauen. Der auch funktioniert hier. Oder anders oder besser. Okay. Das ist auch so der Standardweg. Ich glaube, den habe ich bisher jedes Mal genommen hier. Hier außen rum. Ich würde gerne überleben. Au. Au, au, au. Es war nur ein kleiner Treffer. Ja, der Ansatz war schon mal gut hier. Au. Es hilft nichts, wenn der Ansatz das Einzige ist, was gut war. Autsch. Ich würde es einfach nochmal hier. Das ist aber auch... Das ist ekelhaft. Der hat mich nie mehr gesehen, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Ich muss mehr Granaten benutzen und sinnvoller. So, okay. Komm ich von der anderen Seite da besser ran vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Muss mal gucken. Ich sterbe zu oft gerade. Muss hier warten, bis die erste Welle hier reinkommt quasi. Und vielleicht nicht vorher währenddessen nachladen. Achso, ich habe gerade mal... Schaltet ihr, ne? Ich habe auch... ich habe versehentlich auf den Granataufsatz gewechselt hier. Weil ich könnte das mal mit Absicht machen hier, ne? Das hat genau gar nicht getroffen. Also wirklich nichts. Das, okay, die Granaten schießen anscheinend durch die Gegner durch. Entschuldigung. Scheint nur auf dem Boden aufzuschlagen. So. Och nee, ne? Ich bleibe ein bisschen hinten hier. Ich hab ja Zeit. Die warten ja auf mich hier. Also echt so, die warten echt die ganze Zeit hier. Die warten, bis ich irgendwas Sinnvolles tue hier. Und da können sie lange warten. Aha. Hab ich zumindest den Eindruck. Na, man heilt sie wenigstens. Wollte ich ja nicht haben. Ich muss mal kurz beides nachladen hier. Ich brauche jetzt nicht snipen. Weil wenn ich da hinten bin, dann passiert ja nichts. Probieren wir mal was. Okay, durch die Wand konnte ich auch schießen, alles klar. Ich laufe auch immer... Diese Wand! Oh nee. Ich laufe auch immer genau auf die Granate zu, das ist total blöd. Ich sehe mir nicht so ganz, aus welcher Richtung die eigentlich kommt oder wo die liegt. Das ist ein bisschen problematisch. So, jetzt wollen wir ein bisschen sinnvoller, gezielter vorgehen hier. Ich bin sowas von getroffen gleich. Nicht? Ich bin erstaunt. Es ist erstaunt. Es ist erstaunt. Die sind nicht nur Erdgeschoss, die sind überall. Hallo! Oh, diese Wand! Ich mag keine Wände. Ist ja offensichtlich. Aber jetzt rücken sie vor. So langsam anscheinend. Habe ich den Eindruck. Endlich. Vor doch Zeit. Das wurde extrem auf mich gewartet gerade. Tot. Warum lebt denn noch? Warum war hier überhaupt noch irgendjemand drin? Hi. Hier noch jemand? Da.
Nicht, dass ich die beseitigen muss, ne? Aber guck mal, was hier noch gerade so ist. Hätte hier sein können, das ist aber spannend, das ist. Ich schmeiß, glaube ich, am ehesten meinen eigenen Leuten um die Ohren hier. Total schlau. Ich will gerne raus hier. Ja, wobei, will ich hier raus? So wie das hier auf der Seite aussieht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann geht nochmal nach hinten hier. Natürlich so eine reine Ballermission hier. Das ist jetzt nicht unbedingt so mein liebster Typ hier. Geh hoch, geh weg. Trifft das? Nops. Ich habe echt keine Wurfreichweite. Ich habe gehofft, dass er auf den ersten Stock kommt. Wahrscheinlich. Ich habe das dagegen geworfen. Oben gegen die Wand. So, weg damit. Das war sehr knapp gerade. Hätte sehr schief gehen können. Ich versuche mal zu flanken hier. Geht natürlich nicht. Ja, jetzt wurde gespeichert. Sag mal. Ach Mensch. Jetzt wurde wenigstens gespeichert hier. Was habe ich denn noch so Schönes hier? Scheint nichts. Griggs, nagel du sie von hier aus fest. Bravo, rückt ab und flankiert sie von der rechten. Sie ziehen sich zurück. Wachsam bleiben, es könnte eine Falle sein. Das ist eine Falle. Ich könnte auch, glaube ich, nach außen hier, ne? Weil ja gesagt wurde, dass wir nach oben sollen. Glaube ich, klang so. Hi. Ist doch idyllisch hier. Natürlich. Also ich komme auch. Ich komme nicht weiter, verdammt. Schade. Müssen wir doch hier lang. Ah, jetzt kann ich mal ein bisschen snipen hier. Ich habe den Raketenwerfer. Ich habe das vergessen. Will ich das Ding wegschieben? Wir schieben das. Ah, cool. Na komm. Die wollte es doch auch. So. Sag mal, Kollege, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich müsste sehr viel Geballere gerade. Fabian begrenzt gut. Ich mag das ja eher, wenn man ein bisschen taktischer vorgehen muss. Also im Sinne von nicht gucken, wo man sich versteckt, sondern wie man überhaupt vorgeht. Dass man Konflikte vermeidet. Da kommt ein feindlicher Panzer die Straße rauf. Der ist erledigt. So. Warpig, Bravo 6. T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen. Over. Verstanden, ja, womit denn? Auf manuell. Ah, okay. Achso, der greift ihn an. Das ist alles klar. Ach, der schießt einfach durch. Haha. Ach, cool. Das ist auch eine Variante. Das hat sich gerade schon durchgefressen hier. Gut geschossen, durch die Panzerung. Jede Menge indirekte Treffer. Jetzt nichts wie raus hier. Komme durch. Hat sich gerade schön durch die Panzerung hier durchgefressen. Durchgebrannt. Bravo 6, das zweite Platoon ist unterwegs zum Treffen an Ihrer Position. Wie ist Ihr Status? Over. Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platoon haben. Tja, schön. Haben wir jetzt Feierabend hier? Ist der Krieg zu Ende? Ich vermute mal nicht. Hör rauf. Schade. Na, geh mal hier hin. Der kann ja doch gar nicht durch, so alles versperrt. Na gut, der kann rüberfahren, klar. Das ist ja zu einfach.
Sergeant Hummel. Lieutenant Vasquez, hier Outlaw 25. Die Spezialeinheit ist unterwegs, um Al-Assad zu holen. Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord, over. Verstanden. Ja, sehr gut. Wir haben soeben Al-Assads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord, na los!